So, Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück zu Minecraft. Wie soll es auch anders sein? Wir sind hier immer noch in unserer riesigen Parkanlage. Und wenn man es jetzt so betrachtet, wenn man einmal hier drin ist, so riesig sieht das, ist das jetzt vielleicht doch nicht, ne? Aber ich erinnere mich, als wir hier abgesteckt haben und so weiter, das war so gigantisch und ich komme hier wieder nicht hoch. Mäh. Was habe ich hier drin? Nichts. Ach, das ist ja schön. Mal nichts in der Hand. Super. Gut, wir fangen an mit Wasser holen. Ich habe hier leider wieder keine ewige Quelle, deswegen. Autsch, erstmal schön Knöchel brechen. So soll es sein. Jetzt habe ich auch nur eine Bach. Das ist ja doof. So. Machen wir halt einfach mal. Ne? Wir sind ja so frei. So verrückt, so jung, kommen wir nie wieder zusammen. So, jetzt haben wir doch, oh Gott, das wird lange dauern. Habe ich wirklich keinen zweiten Eimer? Oder will ich nicht einen zweiten Eimer? Kies, Kies, Erde. Das und das weg. Boah, nee, ey. Ja, das ist okay. Es wird lange dauern, aber das ist nicht schlimm. So, wir machen das hier nur bis hier, gell? So. Ja, liebe Leute, Thema, ne? Hab hier nochmal geguckt. Shadow Wolf hat mir nach wie vor halt ein paar gute Themen bereitgestellt. Weil ich bei eigenen. Ah, guck mal hier, wie cool. Was ich interessant finde, oder fand, war die Frage nach dem Thermomix, wie ich den finde. Jetzt mal ganz im Ernst, ich weiß zwar von dem Thermomix, aber ganz ehrlich, ich habe noch nie. Ich weiß, dass der teuer ist, ne? Diese Multifunktion, also für die, die es nicht wissen, der Thermomix ist halt diese Multifunktions, dieses Multifunktionsgerät für die Küche. Ne? Der zerhäckselt, der hackstückelt alles und zerkleinert alles und kocht auch und wärmt auf und. Also richtiges. Ja, eine Wollmilch legende Eiersau oder eierlegende Wollmilchsau, irgendwie sowas in der Richtung. Ne? Also richtig schön. Aber ganz ehrlich, brauche ich nicht. Jetzt gibt es ja wieder natürlich die Leute, die sagen, guck mal, ne, was haben die Leute früher gemacht, als sie noch keinen Thermomix hatten, die mussten kochen. Ja, ist ein bisschen gemein. Muss ich ja schon sagen. Habe ich noch Erde? Ich habe jetzt natürlich gar keine Erde mehr, ne? Boah, ist das herrlich, ey. Boah, herrlich blöd. Gib mal her, Erde. Wie gesagt, Thermomix ist so, ist an mir vorübergegangen. Hui. Irgendwie. Genauso wie dieses Alexa. Ja, Gronkh schwärmt ja davon. Oder hat davon geschwärmt. Ich weiß ja nicht, wie es jetzt steht um ihn. Ja, also. Auch vor kurzem jetzt hier, gestern, vorgestern, meine Schwiegermutter kam. Oh, du musst unbedingt Alex. Alex ist so super. Die Frau, die eigentlich so gar nichts mit Technik zu tun hat, die hat das so gefeiert und gesagt, ja, du bist doch so ein Technikfanatiker und du würdest das lieben. Und ich muss, ich bin gar kein Technikfanatiker. Das stimmt doch gar nicht. War einfach mal komplett irgendwie eine Behauptung aufgestellt. Dies, nee. Ja, die kann dir das Licht anmachen, wenn du willst, und Musik abspielen. Ich so, ja, ich. Mach mein Licht an, wenn ich rein oder rausgehe, so. Oder irgendwie warte ich, wenn irgendwie zufällig eins meiner Kinder am Lichtschalter vorbeigeht. Und dann frage ich, ob die das eventuell. Bin ich jetzt pedantisch? Bin ich jetzt so ein. Ah, nee, also ich verteufel das ja nicht, Alexa, ne? Aber. Ich muss zugeben, ein bisschen. Ja, dieses Abhören und so weiter, das schreckt vielleicht auch schon ein bisschen ab. Gut, ich meine, wir nutzen Google und Skype und weiß der Geier was, wir nutzen ja alles. Ne, was da alles an Informationen weitergegeben wird und so weiter, machen wir uns nichts vor. Ne, also, ne, Datenschutz und so weiter. Klingt lustig, aber ganz ehrlich, Leute. Datenschutz. Nee, aber generell ist so Alexa nicht so meine Welt. Ich weiß nicht warum. Ist eine lustige Spielerei. Genau wie Siri oder wie, weiß ich nicht, wie sie alle heißen da.
So, kann man das so machen? Oder soll ich lieber das mit Erde ersetzen? Ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Weil Erde ist da mehr so. Oh. Was ich hier machen wollte, das ist super, dass ich jetzt hier reinfalle. Mann. Ich wollte auf jeden Fall hier einzelne Dingspots machen. Wie heißt das? Einzelne Lightstone-Spots, so Glowstone-Spots. Dass man hier auch nachts ein bisschen was beleuchtet hat, gell? Jetzt vielleicht nicht unbedingt viel, aber so einzelne Spots. Doch, würde ich gerne haben. So, jetzt haben wir das gemacht. Also würde ich sagen, machen wir das so. Heben wir das dann so aus. Ich habe keine Spitzhacke und ich möchte nicht mehr die. Jetzt, wo es nicht nötig ist. Oder doch, dafür habe ich sie doch, ne? Wofür soll ich denn sonst nutzen? Jetzt mal im Ernst. Wofür sonst nutzen, wenn nicht dafür? So, das Ding ist. Nein, das war falsch. Dann war da noch eine Frage, was halte ich von verkaufsoffenen Sonntagen? Also, dass das. Wer fordert sowas überhaupt? Ich weiß nicht. Also es ist natürlich als Endverbraucher für mich persönlich, wenn ich jetzt halt, ne, nicht über den Tellerrand schaue, sondern wirklich nur auf meine eigenen Belange, ist für mich ein verkaufsoffener Sonntag natürlich optimal. Ja, weil es ist ja wirklich so. Natürlich ist das Quatsch, aber wie oft ist es so, dass man sagt, pass auf, wie mache ich das denn jetzt? Habe ich irgendwas vergessen? So, hier, ne? Wie oft ohne Witz ist es so, dass du am Sonntagmorgen dastehst und sagst, boah, scheiße, ich habe das und das vergessen. Ja, es ist ja wirklich so. Ist ja keine Einbildung. Ne, und ich versuche ja schon wirklich ganz stark dem entgegenzugehen. Ne? Aber es ist, wie oft kam es vor? Ist natürlich jetzt aber kein Argument, für mich persönlich, dass ich jetzt sage, pass mal auf, wir müssen das jetzt wirklich auch machen, dass wir einen verkaufsoffenen Sonntag haben. Ne, den gibt es ja auch schon ab und zu mal, einen verkaufsoffenen Sonntag, irgendwie am 1. des Monats, irgendwie so war das, weiß ich nicht mehr. Ganz ehrlich, nötig ist es nicht. Ja, und wirtschaftlich kommt, soweit ich das mitbekommen habe, ich beschäftige mich damit jetzt nicht großartig, gebe ich auch zu, wirtschaftlich gesehen kommt da auch nicht so viel bei rum. Also nicht das, was man sich vielleicht ursprünglich davon versprochen hat. Und die Mehrkosten oder so, die sind irgendwie, die stehen irgendwie in keiner Relation, irgendwie sowas in der Richtung, ich weiß es nicht genau. Ne, also ganz ehrlich, meiner Meinung nach muss es nichts. Also ne, wenn es halt nach meinen eigenen Belangen geht, oh ja, schön. Ja, aber soweit ich weiß, ist es nicht wichtig. Obwohl in Amerika haben sie auch hier diese 24/7-Shops und so weiter, ne? Ist ja auch, wo die ganzen Leute, obwohl die Leute schimpfen immer, ich glaube, früher oder später kommt es sowieso. Ich glaube, früher oder später kommt es sowieso, auch diese sonntags immer offen und auch 24/7-Shops und so weiter nicht durchgehen, ne? Aber halt wie in Amerika. Gut, Amerika ist halt Endstadium des Dings, Kapitalismus, aber das ist ja wieder eine andere Geschichte. Ne, aber wenn ich mal zurückdenke an meine Zeit, als ich jung war, ja, ich war auch mal jung, da hatten Geschäfte wirklich von morgens 8 bis, lass mich lügen, 12 Uhr? 12 bis 13 Uhr? Ach, von 8 bis 13 Uhr, nicht von 12. Von 8 bis 12 oder von 8 bis 13 Uhr. Dann hatten sie irgendwie ein, zwei Stunden Pause, Mittagspause. Jedes Geschäft, also ohne Witz jetzt, ne? So, und dann war um 18 Uhr, war auch Schluss. Dann gab es nichts mehr. Das klingt jetzt witzig, ist aber wirklich Tatsache. Wie geht denn das jetzt hier so, ne? So, habe ich noch ein bisschen Sandstein. Ja. Oh, das war jetzt doof. Doch, so war richtig. Ja, und dann später halt, als sie dann tatsächlich irgendwann, ich weiß nicht, es ist mit dem Laufe der Zeit, mich hat das immer so angenervt, dass sie in der Mittagszeit die Geschäfte zu hatten, das weiß ich noch. Ja, als Kind. Und Kind, Schrägstrich, Jugendlicher. Das hat sich ja immer mit der Zeit immer ein bisschen mehr, immer ein bisschen mehr. Ich habe mir das mal durchgelesen vor gar nicht allzu langer Zeit, wie das da sich entwickelt hat mit den Öffnungszeiten. Also es wurde ja immer mehr gelockert. Dann irgendwann hieß es, es gibt keine Mittagszeiten mehr. Da waren ja die Leute komplett empört, warum nicht und wer braucht denn das schon? Wer muss denn unbedingt in der Mittagszeit einkaufen? Man kann ja seine Einkäufe so planen,
dass man halt nicht unbedingt in der Mittagszeit jetzt auf einmal Wehwehchen hat und unbedingt, weiß ich nicht, irgendwas braucht. Ja, dann wurde die Mittagszeit irgendwann abgeschafft und dann wurde es halt bis 18 Uhr, dann bis 19 Uhr und dann auch samstags war sowieso bis 13 Uhr und dann finito. Von 8 bis 13 Uhr samstags und danach ging gar nichts mehr. Ist so. Dann später bis 19 Uhr, dann bis 20 Uhr, 21, 22 Uhr teilweise bei mir Rewe um die Ecke, also um mehrere Ecken. Mehrere Ecken hat irgendwie auch bis 12 auf. Ja, hat Rewe aber nicht retten können, weil Rewe jetzt irgendwie zumacht im April 2019. Der kommt da halt Penny rein, ne? Ist selbe Marke, selbe Kette. Ne? Ändert sich nicht großartig viel, außer das Logo und hoffentlich der Warenbestand. Weil Rewe ist so, ach, egal. Aber gut, das ist wiederum eine ganz andere Geschichte. Ja, aber es ist halt so. Und verkaufsoffener Sonntag ist jetzt halt, wie gesagt, immer am 1. des Monats. Ich denke mal, das wird früher oder später sowieso kommen. Also gehe ich ganz stark von aus. Ganz stark. Ja, es ist ja immer mehr, es wird immer mehr verkauft, es muss immer mehr verkauft werden, es muss immer mehr erwirtschaftet werden und ja, es muss ja auch alles, was erwirtschaftet wird, ne? Die Wirtschaft muss ja laufen. Ja, dann meine ich jetzt nicht die Kneipe. Ja, es muss ja alles halt gekauft und verkauft werden. Und da lassen sich die Leute nicht dumm. Hat es gerade geruckelt? Nein, ne? Kann nicht sein. So, dann gucken wir mal nach Sandstein. Hui, Sand. Tada. Wie war nochmal Sandstein, ne? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Wie war Sandstein? Jawohl. Gut, Sand. Sandstein. Sandstein. Tada. Wir haben nur 48 Sandstein. Das ist wenig. Das ist zu wenig. So, wir haben... Oh, Eisen. Sehr schön. So, zack. Ich habe ohne Ende Kohle. Ich weiß nicht warum, aber ich hab's. Ach nee, will ich jetzt nicht raus. Und dann schaue ich mal nach. Wo die auch immer jedes Jahr schimpfen, ist, wenn sie es wagen, zu fragen, ob an Heiligabend auch die Geschäfte offen sind. Oh, Alter, da brennt die Bude. Oh, da, wenn ihr das hört, ne, dann geht bitte schnell in Deckung, weil dann ist Ende mit lustig, ne? Dann ist Schluss mit lustig. Also an Heiligabend, wenn da gefordert wird, oder gewünscht wird, nicht mal gefordert, gewünscht wird, dass da die Läden offen sind, da hat der Arsch aber Hochzeit. Aber hallo, aber hör mal lieber, holla die Waldfee jetzt hier. So, pass auf, ich habe ohne Ende Kohle. So. So, ich habe nur 19 Glowstones. Ich werde die benutzen müssen. Creepy Hund. Hör auf damit. Ach Gottchen, ach Gottchen, ach Gottchen. So, wir haben ein bisschen wenig Sand, ne? War ja ein bisschen mau. 1, 2, 3, 4. Aber wir müssen Sand kloppen. Entschuldigung. Das gefällt mir gar nicht. Absolut gar nicht. Aber was muss, das muss, gell? Also das zerfrisst so viel an Ressourcen. Aber ich finde es trotzdem schön. Ich finde es auch richtig, was wir machen. Dass wir jetzt so weit expandieren. Hier mit der Brücke, die ich auch noch, by the way, ein bisschen... Habe ich die normale Stufen? Nö, habe ich nicht. Warum auch denn? Warum auch denn? Warum denn auch? Wäre das zu doof? Pass mal auf. Ich habe auch gar keinen Stein, ne? Ja, doof. Mann, ärgert mich. So, pass mal auf, ich mache das jetzt noch mit dem Links. Mit denen, die haue ich gleich wieder ab und dann mache ich dann normale Stufen. Normale Cobblestone-Stufen. Und dann schauen wir mal. Das mache ich jetzt aber noch in dieser Folge.
Da will ich jetzt nicht noch irgendwie abbrechen und so weiter. Boah, wir haben schon wieder so spät. Ne, warte mal. Ja, hier haben wir hier vielleicht irgendwas. Die kann ich gebrauchen. Aber nö. Nö, 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 nö. So. Nein, dazu brauche ich eine Workbench. So, zack und zack und zack. Das war ein bisschen viel. Nein. Hallo? Irgendwas muss ich jetzt wegmachen. Ja, ne? Hilfe! Ich baue noch ein bisschen Cobblestone, also normalen Cobblestone. Mach mal den Kies hier weg. Kies, nein, hier ist Kies. Zack, Kies. Erde, Erde, Kies. Und hier ist die Erde. So. Dann gucken wir mal schnell. Machen wir die Folge halt ein bisschen länger. Ist nicht schlimm. Wie gesagt, das bisschen, was ich jetzt noch mache, dafür fange ich jetzt keine neue Folge an. Lalalala, so. So, das weg, das weg, das weg. Das und das auch weg vielleicht. So, pass auf, nein. Wir hatten diese hier. Ba, 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 bam. Wie gesagt, das ist alles wieder improvisierend, ne? So, la 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 la. Müssen wir aber hier auch wieder ein bisschen hoch machen. So, so. Gehen wir mal weg. Ich weiß nicht, ob man das so anbieten kann. Ah, Jung, nerv mich jetzt nicht hier. Ja, vielleicht müsste ich dann hier ein bisschen wegkratzen. Hier so. Reicht das? So. Ha? Ist das okay? Weil dann geht es noch ein bisschen hier rein. Seht ihr? Wisst ihr, was ich meine? So, und dann haben wir hier die Schaufel. So, Dreck haben wir jetzt gar nicht mehr, ne? Natürlich nicht. Kies. Nee. Ja, ist okay. Also, hier vielleicht noch ein bisschen sowas hier. Geht natürlich wieder nicht. So. Haben wir noch so ein Dings, so ein Zaun? Tatsächlich, wir haben so einen Zaun. So, guck mal hier. So, damit das echt nach irgendwie geplant aussieht. Das finde ich nicht schlecht, ehrlich jetzt. So, haben wir doch. Vielleicht müsste man hier noch ein bisschen wegmachen. Dann. Nee. Dauert wieder viel zu lang. Ich weiß, es tut mir leid. Es tut mir leid, es tut mir leid. So, und dann müssen wir aber hier nochmal wegruppen. So, irgendwie. Jetzt gefällt mir jetzt auch schon wieder nicht.
Und dafür das hier weg. Ja, so ungefähr. Ja, so passt es doch. Guck mal. So hätten wir jetzt auch hier nochmal ein Dingszäunchen hinmachen können. So. Passt das auch. Sieht voll potten aus, aber egal. Nein, es ist nicht egal. Nein. Hilfe. So, komm mal her. Ein bisschen lang überlegt, ne? So, ist okay. So, passt das? Ich weiß jetzt nicht, auf welche Höhe ich bin. Ich möchte den gerne weg haben noch. Nö, 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 nö. Oder halt hiermit. Doch, dann passt das wieder. Sieht aber jetzt doof aus, oder? Das sieht doof aus. Das sieht komplett kacke aus. So. So, und, ne? Vielleicht. So. Hab ich ja schon versucht, stimmt. Ich erinnere mich. So. Okay, ich würde sagen, oh mein Gott, ich habe die ganzen Thumbnails vergessen, ne? Aber jetzt muss ich hier ein bisschen hochstehen. Ja, machen wir halt so. Gut, liebe Leute, ach du Schande, wie lange? Ja, ich bin jetzt hier raus, ne? Danke fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüssi.